Bildern von Kindern und mit Bildern von Tieren kann man, glaube ich, jedes Herz erwärmen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Bilderbuches. Ja, Kinder zu fotografieren und ins Internet zu stellen ist nicht unproblematisch. Deshalb werden wir uns heute mal mehr auf die Tiere konzentrieren. Ich habe ein paar schöne Fotos zusammengestellt aus meinen diversen Zoobesuchen, die ich in den letzten Monaten und Jahren gemacht habe, aber auch Bilder aus der freien Natur und der freien Wildbahn von Tieren. Und ich wünsche euch viel Spaß damit und melde mich am Ende des Videos nochmal bei euch. Thank you.
Ja, ich hoffe, es waren ein paar schöne Videos, ein paar schöne Bilder dabei, die euch gefallen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten mal kurz in die Infobox schaut und da mal nachschaut, was ich noch im Angebot habe, was ich euch noch anbieten kann. Und genauso froh wäre ich natürlich auch darüber, wenn ihr mir einen kurzen Kommentar da lasst oder einfach frei von der Leber weg ein paar Vorschläge macht für meine nächsten Bildervideos, denn das Format macht mir sehr viel Spaß. Und würde mich freuen, wenn ihr ein kurzes Feedback da lasst. Bis zu meinem nächsten Video sage ich, gehabt euch wohl und macht's gut und tschüss.